Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Fishing Clash. Viel Spaß! Und da sind wir schon wieder und es geht los. Fishing Clash. Ja, das ist mein Spiel für heute und dann will ich auch gleich mal gucken, was ich hier machen kann. Ich bin immer noch traurig über meinen ganz alten Account. Ich war so weit gewesen. Und dann ist er weg. Naja, egal. Dann werden wir erstmal hier ein paar Karten oder den Skill aufleveln, damit ich diese Fische ein bisschen besser fangen kann. Gut. Level 3. Das spricht auch ein bisschen hakig, oder? Ein bisschen zu laut. Wir wollen ja nicht alle wach machen. Okay, dann machen wir jetzt mal. Oh, öffnen den hier. Man könnte normalerweise auch immer warten und geht auf ein Duell und levelt die erst dann hoch, wenn ein Duell ist, wenn man im Duell drin ist. Dann spart man sich ein bisschen Geld. Ja, da fangen wir mal mit dem Duell. Das meinte ich dann hier, wenn man da ist, kann zum Beispiel sagen, ich nehme den, wo ich weiß, dass ich ein paar Levels habe. Ich habe jetzt selber einer genommen, ist zwar nicht so gut. Ich brauche diesen Fisch. Der Gegner spielt nicht. Hat er Disconnect? Komm, einmal kann ich noch.
Ja, genau den brauche ich. Und hat er noch gezählt? Können wir gleich sehen. 223, nein, hat nicht mehr gezählt. Ich habe trotzdem gewonnen. Ich muss 100 Sterne haben. Eieiei. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel deinstalliere, muss ich wieder von neu anfangen. Das ist ein Pokal, das heißt, wenn ich den Fisch angel, kriege ich auch noch für die Meisterschaft Punkte. Das werde ich verlieren. Seine zwei Fische sind größer wie meine Beine. Das noch? Leider nicht. Knapp. Wie heißen Sie? Auch doof. Kannst du Geld ausgeben? Wenn es deinstallierst und wieder neu rauf spielst, ist es wieder weg. Ich kann singen, mir bei den Spielwasser kaufen, wenn ich mir den Spielstand nicht speichern kann. Stufe 2.
schon vorbei. Es hat gar nicht gepiept. Egal. Stufe 4. Level up. Jawohl. Ich schreibe rein. Platz habe ich. Ich bin immer noch nicht gelistet. Ach Mensch. Geht noch 9 Stunden die Meisterschaft. Oh hier, Pokal. Man kann auch normal hier beim Angeln reingehen und da die ganze Zeit die Fische fangen, die du brauchst für die Meisterschaft. Aber mit Duell kannst du gleichzeitig noch Sachen gewinnen. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn du das spielst, spiel eigentlich fast immer nur Duell. Auch wenn du nicht gewinnst, so wie ich die Runde wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Ich weiß es nicht. Ein Mantarochen. Ranger. Was ich auch hatte, war bei meinem alten Account, da war ich ja schon ein bisschen weiter, da habe ich dann Nevada, dies hier, nee, bei dem nicht. Bei denen auch nicht. Nee, da war ich nicht mehr, ich war nur bis dahin gekommen. Und bei irgendeinem war richtiger Grafikfehler gewesen. Entweder liegt das, weil ich das auf dem Computer spiele oder keine Ahnung. Aber ich denke normal dürfte das nicht sein, weil danach die Runden wieder okay waren. Die beiden, die waren okay gewesen. Ich weiß nicht, ob das der oder der war. Da war ein richtiger Grafikfehler drin gewesen.
glaube, ich hatte die Umgebung nicht richtig gesehen, dann habe ich halt nur geangelt. Naja, okay. Ich würde mal sagen, es bringt jetzt erstmal nichts hier weiter zu angeln. Aber ich mache trotzdem nochmal ein Duell. Hoffe, dass ich gewinne. Kein Pokal dabei, Stufe 2, Stufe 2. Dann nehme ich den blauen Stufe 2. Weil umso schwerer der Fisch, umso höher die Chancen. Dass du den hast und der Gegner nicht. Als Karte. Also wie jetzt, ich habe den roten Zackenbarsch nicht als Karte. Deswegen muss ich da jetzt einfach wild angeln und schauen, bis er kommt. Ja. Fehlt mir die Karte. Ich glaube, der Gegner hat meinen Fisch nicht. Ist immer noch kein roter Zackenbarsch. Ach, das bringt nichts mehr. Abgelaufen, ich habe gewonnen. Mythisch. Goldmakrele. Dem war Öffnungszeit eine Sekunde oder eine Perle. Komm, bezahl mal die Perle. Ich brauche hier noch 3 Punkte. Drücke ich ihn da drauf. Riffhai. Ach, Schwarznasenhai. Hallo? Geht doch. Du wolltest einfach nicht. Snook. Gut. Ich brauche nur noch 3 Punkte. Ich die 3 Punkte voll ab. Dann bin ich fertig für heute. Oh, ja. Pokal. Ein Pokalfisch. Muss allerdings gewinnen.
Sonst kriege ich die drei Punkte nicht voll. Brillant. Ich kann auch Buffs benutzen, damit ich ein bisschen stärker werde oder größere Fische angeln kann. Aber das hat mir bei den Gegnern sowieso nichts gebracht. Der ist schon ein bisschen stärker. Den muss ich größer fangen. Ah, er hat zwei Buffs drin. Verliegt das an seiner Angel oder er hat sie angewendet? Ich könnte auch hier Buffs benutzen. Von der Angel habe ich 1,4 Kilo, wiegt der Fisch schon mal mehr als ich angel. Gewonnen, super. Ach, ich brauche noch einen Punkt. Einen Punkt nur noch. Habe ich noch keinen geangelt heute? Dann nehme ich den. Ich muss weiter den angeln. Der Abstand zwischen mir und ihm ist nicht gerade sehr groß. Und er hat den größeren Snock geangelt. Okay, jetzt habe ich den größeren. Damit habe ich gewonnen. Außer wenn er jetzt natürlich irgendein Monsterfisch daraus angelt. Bringt sowieso nichts mehr. So, damit habe ich jetzt, wie lange dauert das denn? 2 Stunden?
2 Stunden, 8 Stunden und mein Tagesquest ist fertig. Hier rein, bilden die Fische aus, auf die Hoffnung, dass ich noch ein Level abkriege. Das ist eigentlich so ein schönes Spiel, wo man abschalten kann. Weil hier musst du auf nicht viel achten. Einfach nur runterladen und angeln. Der gleiche Anbieter das auch mit den Jagen, obwohl das mit den Angeln finde ich besser. Also das hier finde ich besser als das mit den Jagen. Naja, aber jedermann seins. Ja, gut, das war's dann für heute. Meisterschaft, wie weit bin ich da? Nicht gewertet. Also viel zu schlecht. Lokales Ranking bin ich auch noch nicht mehr dabei. Ich weiß sogar nicht mehr, wie der Clan hieß. Der alte, in den ich drin war. Egal. Gut, dann war es das für heute. In der Meisterschaft habe ich dann wohl, weil ich werde das jetzt nicht mehr weiterspielen, habe ich dann wohl verloren. Aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.